Hallo und herzlich willkommen bei der www.kiwi-akademie.de. Moin Rainer. Moin Dennis. Ich hoffe, euch geht's gut. Uns geht's nämlich richtig gut. Wir haben einen schönen Tipp, und zwar der Thomas aus München hat sich ein Lied gewünscht, welches wir mal so ein bisschen auseinandernehmen, und zwar Magic Fly von Space. Von Space. Und das kennt ihr alle, und das werden wir euch jetzt so nach und nach erklären, erstmal wie man das einstellt und so weiter, und dann gehen wir natürlich und spielen das natürlich auch nochmal für euch an. Ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß dabei. Ich würde sagen, los geht's. Ja. Genau, das wollte ich noch sagen. Wenn ihr sagt, ey, finde ich klasse, dass ihr das macht, dass ihr schöne Videos macht, dann abonniert doch einfach jetzt den Kanal, dann verpasst ihr auch gar keine anderen Videos mehr. Wir haben nämlich festgestellt, dass viele unseren Kanal schauen und viele gar nicht uns abonniert haben, und deswegen laden wir euch ein, uns einfach nochmal zu abonnieren, einfach Knopf drücken und vielleicht die Klingel und also das Abonnieren, und dann würde ich sagen, los geht's. Mhm. Ja, ja. Ein schönes Stück, ich würde sagen, fast schon spacig. Spacig, genau. Und man hat gesehen, viel Aktion mit dem Keyboard. Genau, es ist eigentlich leicht zu spielen, gar nicht schwer. Ja. Also die Hookline ist wirklich ganz eingängig, und man kann es sich ganz einfach machen, indem man einfach nur die erste Registrierung nimmt und spielt das ganze Ding von vorne bis hinten durch. Ja, kann man machen. Oder man macht ein bisschen mehr Zauberei. Ne? Also dabei sind natürlich Registration und dann Multipad-Controls. Also Multipads hast du benutzt sozusagen. Ja, eigentlich ist es so, das Stück strotzt nur so von Sounds. Von vorne bis hinten. Immer, das wechselt ständig und immer wieder neue Sounds. Irgendwann habe ich gedacht, jetzt muss gut sein. Ja. Ich habe mir die wichtigen Dinge rausgesucht, die so markant sind. Nicht? Mhm. Die, ja klar, die Hookline sowieso. Ja, genau. Da habe ich gedacht, da machst du mal ein Multipad von. Womit fangen wir an? Ich würde sagen, erstmal, wie du angefangen hast mit den Grundeinstellungen. Ne? Also was für einen Style wir benutzt haben, was Style, du verändert hast. Genau. Richtig. Also dieser Style, den kenne ich, da hat man damals von Kylie Minogue. Genau. Okay, gehen wir mal kurz rein. Der ist in der Dance-Abteilung. Ich glaube, da Retro-Dance. Der ist das hier, nicht? Genau. Genau. Und das ist der dann jetzt. Okay. Also die Drums sind gleich geblieben. Und ansonsten teilweise über Assembly aus anderen Styles ein paar Figuren dazu genommen, einfach um ein bisschen mehr Varianten zu sehen oder zu hören. Deswegen habe ich auch den Anfang einfach so mal gemacht über Taste B, Assignable. Und dann habe ich einfach mal fürs Intro, um so eine Steigerung hinzubekommen, einfach der Reihe nach die Phrasen dazugeschaltet oder die Chords. Und dann wieder direkt umgeschaltet auf die erste Registrierung, die dann wieder alles auf diese Einstellung reduziert. Eben, ja. Nicht? Genau, den Bass neu eingespielt, damit dieser wirklich ein Achtelbass wird und nicht vorher was irgendwie ein Viertel oder sowas, ne? Genau.
Ansonsten hier auf der linken Seite ist noch ein Pad-Sound mit dabei. Mhm. Mystic Pad, ganz leise mit dazu geschrieben. Lautstärke 50. Und dann fantasiert er ein bisschen mit. Mhm. So, und dann ist natürlich der wichtige Klang natürlich für die Hookline, also für das Thema. Das sind in dem Moment zwei Sounds, Ride 1 und Ride 2, basierend auf Square Steps und hier Signsphere. Ja, das sind so aus der Pad-Gruppe, beziehungsweise, Moment, nichts Falsches sagen, Synth-Gruppe, Square Steps auf P9, auf der Seite 9, hören wir mal, wie der im Original klingt. Mhm. Ich mach den zweiten Mal aus, jetzt hören wir quasi nur den ersten Sound. Ja, genau. Das ist das Original, der ist eigentlich ziemlich kurz. Und so ist er dann hinterher. Ja. Also eigentlich klingt eigentlich völlig anders. Aber ich musste eine Rechteckwelle haben. Das ist so bei dem Original-Synthesizer auch die Vorlage gewesen. Und das heißt ja auch Rechteckstufe quasi, ne? Square ist doch Square ist die Rechteckwelle, genau, beim Synthesizer. Genau. Und das Ganze nochmal angedickt auf dem zweiten Part mit sowas ähnlichem Sinuswelle, Sinuswelle quasi, nicht? Ja. Und das Ganze ist dann etwas dicker dann. Okay. Natürlich, was man hört, ist das Vibrato. Was es dann ausmacht. Ne? Das kann man ja einstellen hier über Menü, wenn man schon mal hier unter Voice gelandet ist, über Menü. So. Und dann Voice Edit oben. Und dann hören wir das Vibrato und das können wir unter Sound einstellen. Auf Seite 2 hier unten. Und dann steht hier Depth, da kann man was einstellen. Geschwindigkeit hat man eingestellt auf 7, Depth, also die Tiefe des Effekts auf 8. Und dann vibriert das so schön. Ne? Ja. Wenn man das auf 0 zurückschaltet. Jetzt hört man noch den Chorus ein bisschen. Nicht? Ja. Aber das muss ein bisschen flattern. So, dann haben wir es. Ja, genau. So, das ist das. Und dann gibt es ja noch einen Split für den rechten Part. Und das ist ja wichtig hier, dass man hier diesen typischen Portamento-Sound eben hat. Ne? Ja. Das ist das. Wie hast du das gemacht? Magst du es mal zeigen? Ja, genau. Also Ride 3 ist dann eben Champ Arp. Und der klingt dann im Original so. Das ist hier aus der Synth-Gruppe P3, Champ Arp. Naja. Natürlich oktaviert erstmal. Oktaviert. Und dann, ja, noch ein bisschen was gemacht, ne? Aber das Wichtigste ist auch hier wieder, Menü. Da geht es um das Portamento in dem Fall. Das ist die wichtigste Einstellung. Voice Edit unter Common, glaube ich. So, und dann hier, da genau, da finden wir es hier. Portamento Time 68, Monotype Legato und ganz wichtig hier auch auf Mono einschalten. Der steht hier auch auf Mono, so wie die anderen auch alle. Mono deswegen, damit man eben diesen Portamento-Effekt gut hinbekommt. Das soll ja immer nur ein Sound zur gleichen Zeit klingen. Und wenn wir Legato eingestellt haben, dann haben wir auch die Möglichkeit, vorher einen Ton leicht anzutriggern, ganz schnell. Ja. In dem Fall das D. Und dann ziehen wir hoch auf G. Ah, okay. Mit dem Wert 68 passt das ungefähr. Ja. Ne? Genau. Ja, sonst, ich könnte auch so machen. Aber das dauert zu lange. Ja. Ne? Und so vom Hören her würde ich sagen, startet er ungefähr beim D. Und der Rückwärtsgang bis zum E ist dann auch noch schön reingeschmiert. Ne? Und dann haben wir diesen typischen Effekt, diesen typischen Sound dafür. Genau. Und dann haben wir Das war so ein Ja. Oder war das ein Multipad? Ja, ja, pass auf, da sind ja vier neue Multipads dabei. Ja. Also der erste ist ja der hier. Ja. Der macht es ein bisschen lauter an. Das ist eine Achtelfigur, nicht? Eine Sechzehntelfigur. Und der zweite? Ja, der zweite ist der hier. Ich schreibe mal hier auf. Nee, Moment, auf 3 geht das los. Da habe ich dann quasi. Ja, 2 schon mal scharf geschaltet, hier über Select und dann eingeschaltet. Also Nummer 2, genau. Und mit dem Akkordschlag fängt er an und das ist dieser Step-Sound. Der kommt ja nochmal. Ah ja. Das war's. Was für ein Sound ist das? Weißt du das noch so aus dem Kopf? Aus dem Synthesizer-Bereich. Und Step. Na, jetzt kann man nur die, weiß ich jetzt gar nicht mal. Nee. Ein Synthesizer, also ein Sägezahn, irgendwas Sägezähniges, ne? Und damit ordentlich Release drauf, nicht? Also Ausklingzeit, Release, das ist dann alles in dem Controller mit drin. Und ja, der macht dann eben, der ist eben so lange aufgenommen, dass er einen zweiten Akkordwechsel auch macht. Deswegen passt das auch nur in der Originaltonart. Aber die ist ja sowieso gut spielbar. Ja. A-Moll, E-Moll,
A-Moll, E-Moll, D-Moll, ist ja völlig leicht. Mhm. Also da ist nicht viel drin, also akkordisch. Ja, sagen wir jetzt, aber es ist... Doch, aber akkordisch, das kann jeder spielen, ganz bestimmt. Nicht? Das ist ganz leicht zu spielen. Und so ist das auch angelegt. Also die sind nicht dafür da, die kann man eigentlich nur für dieses Lied benutzen. Ne? Und auf einer Seite, die Nummer 4 ist so ein Fade-Effekt auf einer ganz hohen Note mit einem Vibrato drauf, fast wie eine Sirene. Und dann ist er damit weg. Dann kann man die mit einstarten und fallen die unauffällig mit ein und verbinden so die einzelnen Elemente. Nicht? Wenn man neue Parts dazu schaltet, dann ist das oben drüber und hält das Ganze noch so ein bisschen zusammen wie eine Klammer. Ähnlich wie hier auch. Ne? Mhm. Und Nummer 3, ja, haben wir das schon? Nee. Nummer 3? Genau, auch ein Übergang. Okay. Übergang von vom E-Dur, E-Moll, nicht? Okay. Wie gesagt, da ist unglaublich viel drin. Da könnte man noch viel, viel mehr machen. Da könnte man sicherlich 30 Registrierungen verbraten. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man das in die richtige Reihenfolge bringen will. Mhm. Aber so ein paar Besonderheiten sind noch. Wir hatten vorletzte Woche, das Thema Split Points. Letzte Woche. Und da habe ich noch überlegt, Mensch, da fiel mir doch kein Beispiel ein, wo wir dann alle Split Points mal verbraten könnten. Mhm. Hier ist es. Mhm. Ja, also, schauen wir mal. Direct Access, ACMP, hier, Left-Bereich. Mhm. Das heißt, die Automatik gesteuert, das ist der Style-Bereich. Mhm. Dann haben wir einen Sound für Left, das ist der hier, Orbit Sign. Mhm. Also quasi, die Hookline ist quasi im Right 1-2 Bereich drin. Mhm. Und hier, ich kam nicht drauf. Mhm. Wenn diese Zweistimmigkeit kommt, also das hier, ich spiele es noch einmal kurz. Mit starten, Moment. Also, weil er ja nicht synchro startet ist. So, jetzt haben wir's. Diese Geschichte. Mhm. Das sind zwei Sounds. Oben das kennen wir schon von Right 1-2. Mhm. Und hier unten für Left ist der Sound, so ein Sinuston. Okay. Der ist allerdings höher gestimmt als dieser Ton. Also wenn wir so spielen, dann haben wir eine Zweistimmigkeit und mit zwei Sounds. Ja. Und deswegen, ich habe zwischendurch immer umgeschaltet auf die 4. Mhm. Und die 4 hat nur einen Unterschied zu 3, dass der Splitpunkt verschoben ist. Gucken wir mal. Zack. Ah, okay. Um eine Note. Weil, wenn man das hier so spielt. Und jetzt käme. Achso, ich bin schon auf 4. Entschuldigung, machen wir nochmal. So, 3. So geht's los. Ah, okay. Für den einen Klang. Für den einen Ton. Ja, für den einen Ton. Sonst hätten wir das hier. Ich mach mal mit 3 das Ganze. Und jetzt? Ja. Und dann wird man denken, oh, was ist da los? Genau, da passt doch was, ne? Ja. Genau. Deswegen, ne? Genau. Genau. So haben wir diesen extra Part nochmal da untergebracht. Bei 4 auch. Und dann haben wir unter 5 diesen Step-Sound, ne? Auch ein schöner Akkord übrigens in der Gesamtheit. Links haben wir A-Moll und rechts dann quasi die Ergänzung eben nach oben hin. Mhm. Haben wir also ein G, ein H, ein D. Mhm. Ja. Und dann haben wir einen 11er Akkord eben, ne? 9-11. Das klingt ganz schön. Also. Ach ja, und dann im Hintergrund hören wir die Gitarre. Auf dem Style, ne? Ja. Wenn wir die mal eben da isoliert betrachten. Hier ist der Chord 1. Die habe ich mir auch rübergezogen aus einem Funk-Style. Ja, Funk 70er, bla bla. Ne? Und dann natürlich ein Effekt drauf, weil ohne dem macht es keinen Sinn. Weil blöderweise oder schade ist natürlich, dass die Effekte bei diesen Kopiervorgängen nicht mit rübergenommen werden. Muss ich den also eben neu mit einschalten. Aber das kann man da machen. Geht man eben in den Style-Bereich rein. So, Style. Und jetzt Effekt. Mhm. Und da haben wir eben dieses Auto-Bar. Und das hören wir jetzt hier. Ne? Das ist dieser Effekt. Ein bisschen eingestellt, damit das Tempo ungefähr passt. So. Ja. Ja. Und dann steht zeig nochmal ganz kurz, wo hast du den jetzt her? Also darf ich da nochmal, ich drücke nochmal drauf. Und dann hast du den, also Modulation. Ja. Und dann ist der... Modulation. Ach so, okay. Und VCM dann Seite 3. Genau. Ja. Ja, ist auch interessant, mal zu gucken bei anderen Styles. Ne? Einfach mal so einen anderen Effekt einzubauen. Aber das weißt du ja, oder das wissen die meisten ja, weil sie ja den Workshop
haben. Ja, richtig, genau. Effekt, ja, da haben wir das auch schon. Da haben wir das alles genau gezeigt. Richtig, ne? Genau. Wobei, wie gesagt, dieser Effekt, der kommt nicht aus einem anderen Style, den muss man händisch dann neu einstellen. Genau, ne? Aber das meine ich ja. Man kann ja irgendwie einen Style für sich selber mal nehmen und dann auch mal andere Effekte einbauen. Richtig, genau. Dann macht das ja richtig, richtig Laune, ne? Ja, genau. Ja, ja, so ist da viel drin. Man muss halt bei 3 und 4 muss man so ein bisschen aufpassen, dass man eben mit den Splitpunkten da aufpasst, umschaltet, dann rechts das hier spielen. Und wenn man will, das hier noch alles aktivieren, hier, ne? So ein bisschen, klar. Aber macht Spaß. Ja. Also ein tolles Stück. Erst hatte ich gedacht, das ist ein bisschen too much für so einen kleinen Genos. Aber es geht. Ja, dann bin ich jetzt mit 1 und 2 angefangen. Und dann, wenn man dann nichts hat, nur das hier, ist doch ein bisschen langweilig. Von hinten bis, oder von vorne bis durch, von hinten bis vorne durchspielen. Von vorne bis hinten. Von hinten bis vorne. von oben nach unten. Ja, genau. Nein, aber das darum, es geht ja auch manchmal so ein bisschen, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, der Weg ist das Ziel. Ja. Und wenn du jetzt sagst, oh Mensch, ich würde mich da auch gerne mal so reindenken, dann stellen wir dir natürlich diesen Style mit Multipad komplett kostenlos bei uns auf der Seite zur Verfügung. Ja. www.kiwi-akademie.de. Da schau mal nach, da ist im Forumbereich, das liegt quasi sozusagen für dich bereitgestellt. Das kannst du dann herunterladen. Und lass gerne auch ein Abo da, wenn es dir gefällt. Und ansonsten kann man einfach durch gucken. Ich würde das jetzt so machen, ich würde mir den jetzt runterladen. Dann würde ich den hier drauf packen, sozusagen, Registration. Dann würde ich mal gucken, was hat denn der Rainer da so gebaut? So, dann würde ich hier ein bisschen mal gucken. Oder bei den Sounds. Ja, wenn du jetzt den Sound, ne, da kann man ja schön mal ins Menü reingehen und dann Voice Edit, ne, dann würde ich hier mal gucken, was hat er da gemacht, ne, das kann man ja dann ein bisschen vergleichen, genau, dann richtig. Auch, ne. Dann besser einfach das Video nochmal anschauen und dann an welcher Stelle wo was passiert. Genau, dann schau dir einfach das Video an, am Anfang des Videos ist ja das Lied, ja. Ne, und da kannst du das dann auch genau schauen, so sieht es nämlich aus. Genau, diese hier nochmal zum Einspielen eben, die habe ich auch mit dem Step Record. Ich habe gedacht, mach mal alles am Genos fertig. Ich meine, auch am Computer wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen, gerade so mit diesem Verlauf hier. Ne? Mhm. Und ich habe gedacht, im Ernstfall mal am Genos mal probieren. Mhm. Ich habe tatsächlich, da ist jetzt ein Fade drin, ein Lautstärkeverlauf. Mhm. Da habe ich also dann die Controller den ersten eingegeben und dann so in Abstufung den nächsten und dann mit diesem Multi-Select mehrfach kopiert. Mhm. Und immer den Wert angehoben. Haben wir auch schon mal gezeigt, im Multipad-Workshop. Ja. Und also das heißt, man braucht eigentlich gar nicht immer einen Computer oder so, ne? Ja, sondern es geht eigentlich auch vieles am Genos. Ne? Ja. Ja, probiert es auch einfach mal aus. Ansonsten geh gerne auf die Seite www.kiwi-akademie.de. Da haben wir noch andere Sachen, die du ausprobieren kannst. Und natürlich auch bei Fragen immer gerne ins Forum stellen. Und sonst gehen wir bei uns in den Laden, also in den Online-Laden, haben wir auch schöne Produkte. Wir wünschen dir und euch vielen Dank erstmal. Ja, wir wünschen dir und euch ganz, ganz viel Spaß jetzt beim Ausprobieren. Und alles Gute und dann sehen wir uns natürlich nächste Woche Mittwoch wieder. Ich grüße heute mal, ich muss ihn einfach grüßen, weil ich ihn gerne grüßen möchte, und zwar den Lanze. Lanze, ja. Der Gruß geht an dich. Und dann grüße würde ich sagen, von mir. Bis bald, St. Dennis und Rainer von der www.kiwi-akademie.de. Ciao, ciao. Tschüss.